Was ist mit unseren Familien? Was ist mit den Schiffen? Was sollen wir essen? Wenn jeder... Clarius bricht Scheifel über die Menge und bleibt an dir hängen. Einige Leute blicken sich um, um zu sehen, was die Aufmerksamkeit des Gouverneurs gefesselt hat. Das ist einer der Piraten. Nach diesem Ruf drehen sich alle Bürger um und starren dich an. Eine überraschte und erwartungsvolle Stille senkt sich über die Menge. Mein Schiff ist südlich von hier auf Grund gelaufen. Ich brauche Hilfe. Ich bin kein Pirat. Und wenn es so wäre, dich umdrehen, wo? Bitte bewahrt Ruhe. Unser Gast ist offensichtlich nichts dergleichen. Two of my guards reported a ship flying dear wooden colors. Fallen prey to a private vessel. That would be your ship, I assume. Zwei meiner Wachen haben ein Schiff unter dürrwäldischer Fahne gemeldet, das einem Piratenschiff zum Opfer fiel. Das war wohl dein Schiff, nehme ich an. Die Menge wird daraufhin ein wenig stiller, aber man starrt dich immer noch an. That would make him lucky. Your own vessels do not usually fare so well. Da hätte er Glück gehabt. Deine eigenen Schiffe haben meist weniger Glück. Die Frau starrt ihn mit offener Neugier an. Right. In der Tat. Ich brauche nur ein paar Reparaturen, dann bin ich wieder weg. Wenn ich so viel Glück hätte, wäre ich nicht hier gestrandet. Ihr helft mir also? Ich brauche nur ein paar Reparaturen. Berg und Blank, everyone, forgive me. I believe this matter requires my attention. You have my word that I will keep you apprised of any changes. Eine valianische Formulierung, wortwörtlich, hab Gnade mit mir, dass so etwas wie bedeutet. Ach komm schon. Entschuldigt mich bitte, aber ich denke, diese Angelegenheit erfordert meine Aufmerksamkeit. Ihr habt mein Wort, dass ich euch informieren werde, wenn sich etwas tut. Especially you, Mr. Ikawa. Besonders du, Mr. Ikawa. Do not flatter me with Valian titles. You are distracted with your newcomer and wish me gone. But I will not go far, Governor Clario. Tu mir nicht mit valianischen Titeln schön. Du bist abgelenkt von diesem Neuankömmling und willst, dass ich gehe. Aber ich gehe nicht weit, Gouverneur Clario. Gerade. As for you, stranger, let us speak at my estate. We'll discuss your predicament. Ein valianischer Ausdruck der Anerkennung, der ihm etwa mutig oder trotzig bedeutet. Also, Gelade, was dich betrifft, Fremder, sprechen wir auf meinem Gut über dein Dilemma. Ja. Gestrandet. Ich habe eine Spur gefunden, die von der Stadt wegführt. Die muss es eine Art Siedlung geben. Ja. Gouverneur Clario hat mich auf seinem Anwesen Port Maye eingeladen, um hier über meine Situation zu sprechen. Gut, jetzt will ich aber erstmal zu Xoti. Bevor wir gucken, Port Maye Handelsposten, Gefängnis von Port Maye, Anwesen des Gouverneurs, Ringkurshaus und da ist das Krakenauge, also die Taverne. Senden die Götter dir viele um? Möge Amira dich beschützen. Achso, die gehen jetzt langsam alle. Accept the light, and you shall be redeemed. Nehmt das Licht an und ihr werdet erlöst werden. Eine Frau schreit mit erhobenen und ausgebreiteten Armen. In der Hand hält sie eine goldene Kerze. Die Flammen flackern wild, als sie auf die Menschenmenge vor ihr deutet. Die Missionarin hält eine Kerze, um Wachs in Form dreier Sterne auf die Stirn der knienden Gläubigen zu tröpfen. Einer von ihnen stolpert zurück und wischt sich das heiße Wachs von der Stirn. Sefotito, Madicchio, Schimpfwort, ich habe mich nicht für eine Verbrennung gemeldet. Was machst du da? Island, that's what. Making ourselves feel all requited. Zeit totschlagen, das machen wir, damit wir uns geliebt und gebraucht fühlen können. Eine kleinere, dunkelhäutige Frau beobachtet so all mit verschränkten Armen um einen störrischen Gesichtsausdruck ihr feines Kinn gehoben. We just missed one of the biggest reapings of all time. What about the souls that need us? Wir haben gerade eine der größten Ernten aller Zeiten verpasst. Was ist mit den Seelen, die uns brauchen? Als sie nach vorne tritt, greift sie nach einer seltsam aussehenden Laterne an ihrer Hüfte. Do not push me on this, you wayward child. You'd leave the living forlorn to service the dead? Dräng mich nicht bei dieser Sache, du eigensinniges Kind. Du wirst die Lebenden zurücklassen, um den Toten zu dienen. Anstatt den anderen Dämmerungsstern zu entmutigen, scheint die Beschuldigung eher eine Sturheit in ihr zu entfachen. Sie grinst mit breiten Schultern. Here, I'll light them all at once. Hier, ich erleuchte sie alle auf einmal.
Begleitet von klirrendes Metall schwenkt sie eine unheimlich leuchtende Laterne in einem komplizierten Muster vor sich hin. Die Priesterin preist sich auf die Lippen und schwenkt die Laterne härter und schneller mit all der Kraft, die in ihren schlanken Armen verborgen ist, bis sie sich schließlich in die Menschenmenge schleudert, sodass alle mit Wachs bespritzt werden. So kann man es auch machen. Von welchen Seen redest du? Ein Klumpen Wachs unter der Schulter wischen. Now that we're right with our God, can we please see about helping the people I dreamed died? Those souls ain't gonna reap themselves. Nun, da wir uns mit unserem Gott gut gestellt haben, können wir uns jetzt bitte den Menschen widmen, die in meinen Träumen gestorben sind. Diese Seen werden sich nicht selbst ernten. Die Worte bleiben ihr im Halse stecken, als sie sich umdreht und dich zum ersten Male wahrnimmt. I'm guessing you're not here for the baptism. Ich vermute mal, dass du nicht für die Taufe hier bist. Ich suche nach einer Adar-Statue, etwa so hoch, in die Eotas eingefahren ist. I knew it. Ich wusste es, sie umfasst dich sicher mit ihrer rechten Hand noch fester. Gorn's been calling me here. Left the breadcrumbs in my dreams. Gorn hat mich hierher gerufen. Er hat die Spur in meinen Träumen gelegt. I need to get inland. If you're going, I could help you. Swear on my soul. Ich muss ins Landesinnere. Wenn du dorthin gehst, kann ich dir helfen. Ich schwöre es bei meiner Seele. Wer ist Gaun? Ja, Gaun ist eines von Eotas Aspekten. Warum muss ins Landesinnere? Es gibt frisch verstorbene Seelen, die mich brauchen. Ich sollte ihnen den Weg leuchten, ansonsten können sie verloren gehen. Enough nonsense, Choti. No one knows if anyone's even died. You've no business going in there, risking your own safety, risking our mission. Genug von diesem Unsinn, Xoti. Niemand weiß, ob überhaupt jemand gestorben ist. Du darfst nicht für diese Hirngespinste dich selbst und unsere Mission gefährden. Wingliff, you got the living and I got the dead. Gone bids it and I dreamed it. Leave it be. Wingliff, du führst die Lebenden und ich führe die Toten. Gaun befiehlt es und ich träume es. Lass es gut sein. We all serve our purposes. So what's yours? Wir halten ihn unserem Zweck. Also was ist deiner? Ich bin ein Wächter. So you can see souls? That's a handy talent to have. I know my harvesting would benefit from it. Also kannst du Seelen sehen. Das ist ein nützliches Talent. Ich weiß, dass ich beim Ernten davon profitieren würde. And here you are, following my God. Und nun bist du hier und verfolgst meinen Gott. Watcher, will you take me with you? Nimmst du mich mit, Wächter? Ein gutes Angebot. Die Gesellschaft einer Priesterin wäre mir willkommen. Warum nicht? Vielleicht erweist du dich bei der Sache mit Eotas als nützlich. Du magst mitkommen, solange du mir nicht im Weg bist. Mal angenommen, ich nehme dich mit. Wie würde das mir und meiner Aufgabe dienen? Nein, ich werde dich nicht mitnehmen. Die Gesellschaft einer Priesterin wäre mir willkommen. I know an offer rare as hen's teeth when I hear it. Yeah, I'm taking it. Ich erkenne ein Angebot so selten wie ein weißer Rabe, wenn ich es höre. Ja, ich nehme es an. Sie lächelt strahlend. Das wirst du nicht bereuen. Sie wirft einen kurzen, schüchternen Blick auf Edda. Hey. Edda liegt gleich, ohne in Xotis Richtung zu schauen. Plötzlich scheint etwas in der Ferne seine Aufmerksamkeit zu erfordern. Etwas zu eifrig schlittert sie zu dir herüber. At least take care, child. Come back to us in one piece. If not for my sake, then Sarwin's. Pass wenigstens auf dich auf, Kind. Komm und wir sehen wieder zu uns zurück. Wenn nicht für mich, dann wenigstens für Seven. Die ältere Priesterin seufzt und schüttelt den Kopf. So don't tell her. What the High Priestess doesn't know won't hurt her. Dann sag es ihr nicht. Was die hohe Priesterin nicht weiß, macht sie nicht heiß. Grinsend winkt Soti ihren Glaubensschwestern kurz zum Abschied. Wähle die Einzelklasse oder die Multiklasse für diesen Gefährten. Diese Auswahl kann später nicht geändert werden. Priester, Mönch. Okay, Es wäre cool, einen Mönch dabei zu haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bleib mal bei Priester fürs Erste. Sie wird aber wahrscheinlich Alchemie und Arcana können, aber keine Mechanik. So, wo kann ich ihr Zauberbuch sehen? Sie hat hier diese Laterne. Schildangriffsbindung. Und sie hat eine Armbrust.
Kriegst du mal mit ausgerüstet? Glaube, Priesterzauber hat. Ey, das Disziplin hat sich übrigens. Wieder regeneriert. Vorsichtig hier, vorsichtiger Angriff. Aha. Charakter und Tagebuch. Die Laterne des Gauns. Zoti verfolgt Eotas durch das gesamte Torisfeuer, während sie gleichzeitig danach strebt, ihr Versprechen an Gaun zu erfüllen. Sie ist anscheinend ein eigensinniges Kind der Dämmerungssterne und hat mich gebeten, ihr zu helfen, die Seelen der Toten zu leiten. Aber ihre Pflicht hat wohl ihren Preis. Als Priesterin des Gauns ist Xotis gottgebundene Pflicht, die Seelen der Toten zu ernten, indem sie sie in das Licht ihrer Laterne geleitet. Ich habe mich dazu entschlossen, Xoti bei der Erfüllung ihrer Pflicht zu helfen, während wir Eotas nachjagen. Mhm. Show abgeschlossen. Ach, Zeige abgeschlossen. Nach Schwierigkeitsgrad sortiert und kürzlich aktualisiert. Ja, gut. Dämmerstern. Ne? Mhm. Aha. So, Formation. Can we talk? Senden die Götter die viele um? Hat sie noch was zu sagen? Pass auf sie auf, verstanden? Das ist eine von uns, deren Schicksal du in die Hand genommen hast. Das werde ich. For God's sake, I don't need Nanny in Wangliff. I've reaped more with my two hands than you'll dream in a lifetime. Um Gauns Willen, ich brauche keinen Babysitter, Wangliff. Ich habe mit meinen beiden Händen mehr erreicht, als es dir im Leben erträumen wirst. You've pride in that. Und darauf bist du stolz. Kopfschütteln dreht sie sich dir zu dir. Do you see why she needs guarding? You must shield her light. Do not let her lose it or her life. Siehst du, warum sie jemanden braucht, der auf sie aufpasst? Du musst ihr Licht beschützen. Verhindere, dass sie es oder ihr Leben verliert. Do you seek a blessing from the light? Ersuchst du den Segen durch das Licht? Ja, ich würde gern gesegnet werden. Der gesamte Gesichtsausdruck der Priester erhält sich von einer heiligen Rechtschaffenheit erleuchtet. You chose wisely. Endurance is the path to perfection. Hand me your palm. Du hast weise entschieden. Ausdauer ist der Weg zur Perfektion. Reich mir deine Handfläche. Ihr die Hand geben. We'll strengthen your spirit through tribulation. Wir werden deinen Geist durch Trübsal stärken. Die Frau reißt dein Handgelenk mit inbrünstiger Kraft an sich. Ihre Finger sind kalt, unnachgiebig und hart. Doch die Kerzenflamme, die sie gegen deine Haut drückt, ist glühend heiß. Die Haut versenkt sofort. This flame lacks the flicker of guidance, but it will purify both flesh and soul. Let the pain absolve your sins. Diese Flamme wird dich nicht führen können. Sie wird jedoch sowohl Fleisch als auch Seele bereinigen. Lass dir deine Sünden durch den Schmerz nehmen. Die Hand über die Flamme halten. Ein beißender Geruch dringt dir in die Nase, als der Rauch von deiner Haut aufsteigt. Ein durchgehend stechender Schmerz, während die Spitze der Flamme wie Nadeln an deinen Nerven späht, bis deine Finger beginnen, unkontrolliert zu zucken. And now for the benediction. What I speak, you repeat after me. Und nun zur Segnung. Was ich sage, wiederholst du bitte. Godly Redeemer and bringer of light, who shepherds his flock through the labyrinth of hell. Though you currently rest in peace, we remain devoted until the time of your revival. We believe. Göttlicher Erlöser und Bringer des Lichts, der seine Herde durch das Labyrinth von Hell führt. Obgleich du derzeit im Frieden ruhst, so bleib wir demütig bis zum Zeitpunkt deiner Auferstehung. Wir glauben, in the restoration of your holy greatness. An deine bevorstehende Wiedergeburt, an die Wiederherstellung deiner heiligen Größe, und wir flehen dich nun an. Das Feuer frisst sich weiterhin durch Fleisch und Muskeln und gräbt sich in deine Knochen. Edda nickt zustimmend. Traditionell. To banish the shadows of the unfaithful and wash away the sins of our past. Um die Schatten der Ungläubigen zu verbannen und die Sünden unserer Vergangenheit reinzuwaschen. Soll ich mir das etwa alles merken? Ich kann es wiederholen, diesmal aber langsamer, wenn du willst. Godly Redeemer and bringer of light in your coming rebirth. To banish the shadows of the unfaithful
and wash away the sins of our past. Ja, göttlicher Erlöser und Bringer. Keiner von euch macht eine große Bewegung und doch wird die Flamme plötzlich ausgeblasen. Mänglich nickt und treibt einen Wachsklumpen in die Wunde. Good. The light accepted you for its host. Gut, das Licht hat dich als seinen Wirt erwählt. Go and be well. Walk within the light, and you shall not falter. Geh und mach's gut. Geh im Licht und du wirst nicht wanken. Mit einem Fingerschnippen besprengt sie dich mit goldenem Wachs. Hm? Okay, was hat Edda dazu zu sagen? The Dawn Stars. I wondered if we'd run into them down here. Die Kinder der Dämmerungssterne haben mich schon gefragt, ob wir ihnen hier über den Weg laufen würden. There's someone I used to know. Just an old friend. Came out here to settle with them last I heard. Ich kannte da jemanden, nur eine alte Freundin. Das letzte, was ich von ihr gehört habe, ist, dass sie sich hier draußen mit ihnen niedergelassen hat. Maybe we should ask around, see if she's still out here. Might be she can help us. Vielleicht sollen wir uns umhören, sehen, ob sie noch hier ist. Sie könnte uns eventuell helfen. Just a friend, huh? Nur eine Freundin, hm? Xodi reibt sich den Nacken und fühlt sich offensichtlich unwohl. Woher kennst du sie? Well, both grew up in Gilded Vale, same temple. Ja, wir sind beide im vergoldeten Tal aufgewachsen, also im Goldtal, im selben Tempel. Edda sieht dich schief an. Du kannst mir vertrauen, okay? Alright, alright. We used to, you know. Schön in Ordnung, wir haben, du weißt schon. She was real loud, too. Used to have to cover her mouth or she'd get the dog howling in the next room. Ja, und sie war auch noch richtig laut, musste ihren Mund zuhalten, sonst hätte sie den Hund niemand zum Jaulen gebracht. Edda... Xodis sieht knallrot, sie dreht sich weg und verdeckt ihre Augen.